So, weiter geht's mit einer neuen Runde Civ Life und wir sind aktuell im Snowy Dungeon. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt ein nachkommentiertes Video von einiger Zeit zumindest. Ich weiß nicht mehr genau, von wann es ist, aber es ist schon ein bisschen älter. Ich sehe es nämlich gerade, Angels Level 53, wenn ich das richtig entziffer. Es ist schon ein bisschen älter. Naja, auf alle Fälle, wir haben den Dungeon auch damals schon mal zu zweit gemacht. Also hier gute Elfe und ich zumindest. Zwei Ringmaster, zwei Damage-Dealer, ein Tank, also quasi fünf Charaktere. Und gut, ich meine, ich bin auch der Meinung, man könnte es wahrscheinlich solo machen. Also hier mit einer, also dass eine Person quasi halt mit zwei, drei Charakteren reingeht. Und ich bin sogar der Meinung, man könnte es, glaube ich, sogar komplett solo machen. Also solo, wirklich mit einem Spieler, mit einem Charakter. Ich glaube, das wäre möglich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich würde behaupten, es wäre möglich. Denn, ich meine, 300 KHP erreichen ist es nicht die Welt. Dazu halt eben noch den Damage machen. Also ich meine, Damage-Set, Damage-Schmuck-Set, STA-Schild, dann halt eben das Cortana, HP-Pad, HP-Buff-Pad, STA-Stattung, ja, dann glaube ich, müsste das Ganze, naja, vielleicht nicht gut möglich, aber es könnte möglich sein. Also Damage hat man. Vielleicht braucht man irgendwie hier 6% Lifesteal oder so. Wobei diese Lifesteal, ich weiß gar nicht genau. Ich meine, die Crits kannst du sowieso rausheilen. Die Crit-Blocks meine ich jetzt, so die Blocks. Und die großen Hits, die musst du eh wieder reinfuden. Ich glaube, es müsste möglich sein. Aber die Frage ist natürlich, wie weit macht das wirklich Sinn? Also, ich weiß es nicht. Ich meine, man bräuchte im Prinzip eigentlich mehrere Charaktere, die das Ganze machen. Also zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, zwei Tanks, zwei so Semi-Tank-Damage-Dealer zumindest. Wie soll man das am besten beschreiben? Hier war ich übrigens mega verwirrt, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass hier gute Elfe anfängt. Und ich dachte mir, okay, ich gehe in eine andere Richtung oder gehe sie gar nicht weiter. Und ich habe diesen Dungeon schon 1000 gemacht, aber genau, habe ich auch gemerkt, Captain Obvious. Mal wieder voll am Start und ja, okay. Auf alle Fälle, ich denke mal, es könnte möglich sein und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke mal, vielleicht wenn ich mein Psy hier mit einem HP-Set oder halt mit einem Damage-Set ausstatt, pur STA und so, dass ich auf irgendwie, dass ich halt zumindest die großen Hits raustanken kann von dem Monster, also so 250, 260, 280 KHP vielleicht. Dass ich quasi mit zwei Charaktere dauerhaft angreifen kann und die halt dann eben trotzdem die Shots tanken. Aber andererseits, ob es da wirklich Sinn macht, ich weiß es nicht. Man bräuchte, glaube ich, eine Lifesteal-Orb und halt eben mindestens zwei Dias auf Lifesteal und dann eventuell mit ganz viel Glück und viel Rückenwind. Und ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein bisschen unsicher da, deswegen. Ich glaube, Tetris hat es mal gefarmt, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Tetris hat, glaube ich, mal das Zeug solo gefarmt, aber puh, keine Ahnung. Da wurde nach oben, bin ich runter. Naja. Momentan läuft auf Zwölf Live übrigens das Halloween-Event mit 15% mehr Penia, 5% mehr Drop und 20% mehr XP. Außerdem läuft noch das Weekend Mania Drop Event. Drop Mania, keine Ahnung. Mit, boah, ich weiß nicht, 5 oder 10% mit Droprate. Das heißt, wenn ihr irgendwas farmen wollt, dann ist jetzt definitiv der richtige Moment. Also, ihr habt so viele Drop-Bonis auf dem ganzen Scheiß drauf, das ist wirklich heavy. Also, in der Richtung ist einiges möglich. Gut, ich merke gerade, Lifesteal ist gar nicht mal so krass. Ich meine, mit genug Lifesteal, glaube ich, könnte man das Ganze hier schon solo farmen. Also wirklich solo, ohne Lakotten, ohne alles. Wobei das Ding stand ja auch noch. Ich weiß nicht. Also vielleicht mit einem Ringmaster. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so gut möglich ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, mit einem Ringmaster, der einfach nur ab und zu mal reinjumpt und halt eben mal hier den Stun weg macht und so. Eventuell, aber wenn er dann noch debufft und so. Ich würde es mal super gern probieren eigentlich, aber ich bin so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es einfach komplett nach hinten losgeht und
Vor allem, ich meine, es verschluckt auch jetzt einiges an Geld. Erst wieder dir, also einiges an Geld ist übertrieben, aber die jetzt rausknallen und halt eben dann erstmal Hollies und Lakotten erstmal wasten für einen ja, unsicheren Ausgang. Ich meine, klar, vielleicht kann man einfach auch die Zeit überbrücken oder einfach abwarten, bis eben das dann aus ist. Weil, naja, andererseits haben wir nicht genug HP dafür. Ich weiß es nicht. Wie können wir das Ganze regeln? Ich bin gerade echt mal überlegen, aber es ist gar nicht mal so easy. Es ist nicht so easy, wie es vielleicht gerade klingt. Man bräuchte halt irgendwas zum Rebuffen und vielleicht irgendwie auch im Cortana drin noch eine Ultimate Monster Card für. Boah, wie hieß denn das hier? Ich glaube, die Clockworks Karte, wo man halt dann eben alle 8 Sekunden quasi einer Crowd Control dann eben. Oder einem Crowd Control Skill halt dann eben entkommt. Also, es wäre echt eine große Herausforderung. Es wäre irgendwie echt mal so eine Challenge. Müssen wir mal schauen. Also, ich hätte da irgendwie schon ein bisschen Lust drauf. Ich weiß es nicht, aber. Ich glaube, es könnte schon interessant werden. Müsste interessant werden. So, naja, wie du mal sagst. Ich muss das gerne noch ganz kurz schnell was machen. ja. Gut. Momentan ist aktuell übrigens Samstag. Das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt. Das ist jetzt nicht gerade. Also nicht gerade die krasse News heute, aber vielleicht kommt die Folge auch ein bisschen früher online und zumindest ist es momentan der Plan. Es war quasi jetzt mehr so als Zwischenschubfolge jetzt mal gedacht. Ich habe gerade einfach Zeit und habe gerade Lust, was aufzunehmen und dachte mir gerade, hey, hier ist noch ein altes Video und so weiter. Kann man noch nehmen und genau. Ich habe da auf alle Fälle einen Stream geplant heute Abend. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann der sein wird. Ihr werdet es auf alle Fälle mitkriegen, also. Ja, YouTube, Facebook, ganz egal wo, das werde ich dann mitkriegen. Es wird auf alle Fälle wahrscheinlich einen Offlife-Stream, einen Devos-Stream sogar, also einen vom deutschen Flife. Kein PH-Flife, wobei ich auf PH-Flife noch die ganzen Amtis laufen, die ganzen Partyskreuze laufen habe. Ah, shit. Naja, aber wahrscheinlich wird es ein Devos-Stream und momentan läuft auch da ein doppeltes EXP-Event und alles und ich meine, irgendwie momentan. Mich juckt halt gerade im Offi echt so ein bisschen, weil ich will unbedingt Low Rage spielen und das ist halt momentan echt ein bisschen es ist echt schwierig irgendwie. Also ich meine klar, Battlefield ist es wieder halt eben ein Server, der jetzt Low Rage ist und so, aber ja, es ist halt nicht dieses Low Rage, was ich mir jetzt halt persönlich immer so vorstelle und so, sondern es ist ein cooler Server, das will ich jetzt gar nicht bestreiten und so, aber es hat jetzt halt eben nichts so direkt von dem Lore-Rate, wo ich halt eben immer so ein bisschen von träumen und so und ja, ich meine, es ist trotzdem ein guter Server und so und ich spiele auch gern drauf und gar keine Frage, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Momentan bin ich gerade irgendwie eher so ein bisschen auf der Suche nach schon Lore-Rate, aber ich kann es nicht, ich kann es gar nicht beschreiben irgendwie, keine Ahnung, es ist. Ich bin momentan selbst nicht so ganz sicher, aber irgendwie, mich zieht es aktuell zumindest einfach ins Offi und, ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie es da einfach vorangeht, wie man wirklich da, oder was wir wirklich da so machen können und so schaffen und so weiter. Und ich denke mal, grundsätzlich denke ich mal, ja, könnte cool werden und ich werde es wahrscheinlich nicht so aktiv auf Devos spielen, aber. Ab und zu mal hier und da und mal schauen. Und ja. Genau. So, jetzt fahren wir hier, wie gesagt, mit einem Ela und mit einem Psykeeper. Einfach mit F-Tool reinballern. Ringmaster in eine CW-Karte drin. Hier habe ich eine Invincible-Card drin von Red Meteor, glaube ich, ist das. Kostet auch nicht viel, droppt man auch ab und zu mal. Und ja. Super-Karte für trotzdem Low Budget. Und macht auf alle Fälle Sinn, die Karte hat mich schon tausendmal gerettet und ich wäre schon mega oft gestorben. Aber ich bin jetzt tatsächlich durch diese Karte noch kein einziges Mal gestorben auf CW. Mit einem Knight zumindest. Und das heißt wirklich was. Ich meine, wir haben jetzt schon an die
100, 120, 130 Dungeons gefarmt. Und ich bin bisher nie verreckt. Also das ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Das ist, ja. Und ich sehe es teilweise mal, dass die oben irgendwie aufblinkt und aktiviert wird und so. Und denke mir so, oh fuck, du, ja genau, hier zum Beispiel. Hier jetzt nicht direkt, aber hier war es auch schon wieder so close. Und diese Karte rettet dich einfach im Prinzip. Die rettet dich einfach einmal alle 90 Sekunden vom Sterben. Und wenn man es öfter oder wenn man es zweimal in 90 Sekunden sterben würde, dann bringt die Karte nichts, aber dann ist man einfach auch nur ein fucking Brain AFK oder ein Idiot, weil dann, ich weiß nicht, aber innerhalb von 90 Sekunden zweimal zu sterben, da muss man schon irgendwie was falsch machen, glaube ich. Also. Oder einfach extrem geizig sein mit den Lakotten, wie ich ab und zu. Und naja, man kann es natürlich auch so nutzen, dass man wirklich die Lakotten so gut und so weit und so lang wie möglich hinauszögert. Also das heißt, dass man einfach sagt, man nutzt jetzt eben noch keine Lakotte, weil man kann eben einen Hit, wenn alles schief geht, dann nochmal tanken. Und kann man machen, muss man nicht machen, aber naja. Und wie gesagt, was mich ja auch gerade sehen, immer halt immer diese Clockworks-Karte halt beim Ringmaster. Die ist natürlich schon echt göttlich, also dass du einfach mal quasi alle 8 Sekunden ins Stun gehst oder halt in den Crowd Control entgehst. Hier sieht man es ja, also das ist schon wirklich super. Gut, hier leider nicht, da war es glaube ich der Ringmaster, irgendwas gestorben, ne, fast gestorben, der lebt sogar noch, gut, Elf lebt sogar noch. Alter, wie wenig KP die jetzt wohl hatte, ich bin mir nicht sicher, aber da war nochmal viel. Lacker. Du Gucker, du Lacker. Ja, genau. Ansonsten, ich glaube, über 285 hat das Ding mir noch nie gemacht. Also, ja, mehr macht das Ding nicht und grundsätzlich. Ich will mir jetzt nicht drauf verlassen und ab 290 oder ab 300k würde ich eigentlich generell immer. Ich gehe jetzt nicht wirklich bis zum letzten Punkt runter. Das ist gut, dass das sein können. Erstmal wegen Master gehen, ich hab's genau gesehen. Super. Good game. Naja, ansonsten muss ich sagen, ja, mittlerweile farmt sich relativ entspannt. Am Anfang war es mega stressig. Gut, ab und zu ist es auch jetzt noch stressig oder wieder stressig. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich damals einfach nur Glück und jetzt einfach nur Pech, aber irgendwie. Vielleicht wurde auch was verändert, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle ist dieser Dungeon in letzter Zeit irgendwie auch ab und zu mal echt richtig AIDS geworden und ich weiß es nicht, aber kritisch. Einfach nur kritisch. So, naja, jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich dann übernächste so, Woche immer noch ein paar Tage Probearbeiten, muss mal schauen, ob das Ganze dann irgendwie einigermaßen gut läuft und die Videos soll es nicht beeinflussen, Streams wahrscheinlich schon. Ich meine, es sind nur ein paar Tage, deswegen wird es wahrscheinlich nicht auffallen, aber. Und ja, im Prinzip. Momentan streame ich eigentlich fast jeden zweiten Tag und deswegen kann man vielleicht mal irgendwie 2 Tage mal keinen Stream, sondern nur Let's Plays. Aber wie gesagt, das wird euch wahrscheinlich auffallen und werde vielleicht ein bisschen was drüber erzählen oder vielleicht ein bisschen drüber reden und so, aber im Prinzip nichts, was wirklich jetzt euch betrifft oder nicht, was das wirklich wichtig ist oder sonst was, also ja, alles gut, denke ich mal. Ja, 417 KP, ich meine, klar, man könnte jetzt schon was, 1,7 Millionen, lol. So, hier haben wir es gedroppt, hoffentlich. Was haben wir gedroppt? Ich weiß nicht mehr genau. Mentalist, oh genau, das war sogar der echt relativ gute Drop, der war Necklace, hier Attack Necklace und Mentalist Ring, das ist natürlich schon echt einiges wert und ja, leider Drop. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen, bis heute Abend im Stream und bis zum nächsten Mal.